Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Fitnessbox. Einige, die diesen Kanal schon länger verfolgen oder mir auch bei Instagram und Facebook folgen, wissen, dass seit ungefähr 2 Jahren ein großes Hobby von mir das Weitwandern geworden ist. Das heißt, angefangen hat das Ganze vor ungefähr 2 Jahren erstmal mit einem Reintasten, wo man auch noch diese typischen Anfängerfehler gemacht hat, mit der falschen Ausrüstung, der falschen Kleidung, gar nicht genau wusste, was kommt überhaupt auf einen zu. Mittlerweile hat sich das Ganze zu einem Hobby entwickelt, sodass wir jede Woche eigentlich eine etwas längere Wanderung machen, auch für viele größere Events, sei es nun 50 Kilometer oder 100 Kilometer trainieren. Und was soll ich sagen, wir möchten gerne dieses Wissen an euch weitergeben, welches wir jetzt in den letzten 2 Jahren gesammelt haben im Bereich der Extremwanderung oder auch der sehr langen Wanderung, was die Ausrüstung betrifft, aber auch was einfach nur allgemein die Vorbereitung für solche Events betrifft. Das heißt, welche Schuhe sind geeignet, welche Hose ist geeignet, welchen Rucksack brauche ich, welche Stirnlampe eignet sich. Was haben wir generell für Erfahrungen gemacht? Wie viel Training ist notwendig, um ein solches Event zu schaffen? Da gibt es ganz, ganz viele Themen, wo wir unsere Erfahrungen schon gemacht haben, wir unsere Erfahrungen gerne an euch weitergeben würden. Und deshalb möchten wir eine Serie über Weitwanderung hier im Kanal machen. Ihr könnt das Ganze ein bisschen aktiv mitgestalten, könnt einfach unter dieses Video in die Kommentare schreiben, welche Themen euch zu diesem Thema interessieren, ob ihr vielleicht auch schon unsere Videos verfolgt habt, vielleicht von den 100 Kilometern, die wir schon gewandert sind, oder von den 70 Kilometern letztes Jahr, oder vielleicht auch von unserem Fail, den 60 Kilometern im Mai 2016. Schreibt einfach, welche Themen euch interessieren, welche Themen für euch am relevantesten sind. Die Themen oder die Kommentare dann mit den meisten Likes. Um diese Themen werden wir uns dann primär oder in erster Linie erst einmal kümmern. Wenn diese Serie gut ankommt, werden wir noch weitere Videos machen. Wir werden euch natürlich auch auf verschiedene Wanderungen jetzt in Zukunft mitnehmen, weil wir, wie gesagt, jede Woche eigentlich auf einer, mindestens einer Wanderung irgendwo unterwegs sind. Teilweise hier in Hamburg, aber wir waren auch schon in Schwerin, sind einmal um den Schweriner Innensee gewandert. Und so erleben wir eigentlich ganz viele richtig coole Sachen in der Natur, testen hierbei natürlich auch neue Ausrüstung, die wir uns kaufen. Und wir dachten, wir nehmen euch einfach mit, weil es nicht nur ein großes Hobby, sondern mittlerweile auch schon eine große Leidenschaft geworden ist. Also kommentiert fleißig unter das Video, welche Themen euch interessieren. Wir freuen uns über sehr viele Kommentare zu diesem Thema. Und dann starten wir durch mit der Serie zu Weitwanderung bzw. Extremwanderung, die ja mittlerweile auch ein ziemlich großer Trend geworden sind. Sei es nun die 50 Kilometer Wanderung, wo man ja eigentlich erstmal mit einsteigt, oder auch die Extremwanderung, die 100 Kilometer in 24 Stunden. Das war es jetzt auch schon von diesem kleinen Video, wo ich einfach mal eine kleine Ankündigung machen wollte, beziehungsweise einfach mal anfragen wollte, welche Themen euch da interessieren. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, kommentiert fleißig und dann sehen wir uns bei der nächsten Ausgabe von Fitnessbox. Ciao!